Ja, die Planung. Wie war die bei Eva Wutti? Wir werden es jetzt hören. Sie war enttäuscht nach der Zielankunft. Was sagt sie jetzt bei Oliver Punzer? Ja, sie hat als beste Österreicherin da draußen natürlich ihre Ehrenrunde gedreht. Ich kann mir vorstellen, dass das keine ganz so einfache Runde war. Erzählen Sie uns einmal ein bisschen über Ihre Gefühle so unmittelbar nach dem Rennen. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das Rennen beendet hatte, weil es war doch deutlich härter, als ich mir das anfangs vorgestellt hatte. Ich hatte schon ab Kilometer 15 muskuläre Probleme, weil ich doch ein paar Kilometer zu wenig im Training gelaufen bin. Aber natürlich bin ich auch zu einem Teil sehr enttäuscht, weil ich das Limit für die EM um eine knappe Minute verpasst habe. Sie haben gesagt, zu wenige Kilometer in der Vorbereitung. Ein paar Worte vielleicht dazu. Wie war die Vorbereitung und warum war das dann zu wenig? Also die Vorbereitung war im Großen und Ganzen auf eine Triathlon-Saison ausgerichtet. Und das hier, ja, ich wollte den Marathon sehr gerne laufen und das hat dieses Jahr ganz gut gepasst. Im Vorfeld bin ich dann etwa zweimal die Woche öfter gelaufen, als ich das normalerweise mache. Und die letzten zwei Wochen vor dem Marathon, die waren dann rein auf den Marathon hier ausgerichtet. Ja, waren dann leider doch ein paar Kilometer zu wenig. Mit den Erfahrungen von heute, würden Sie es wie anlegen in der Vorbereitung jetzt für dieses Rennen, mit dem, was Sie von heute gelernt haben? Ich glaube, ich würde deutlich mehr laufen, weil Marathon, also ein reiner Marathon, ist doch nicht mit einem Ironman zu vergleichen. Die muskuläre Belastung ist einfach deutlich höher und das kann man nicht einfach so mitnehmen. Wie mühsam war denn die Hitze für eine Iron Woman? Ich glaube, mit der Hitze hatte ich keine Probleme, wobei mir gesagt worden ist, dass die Zeiten generell etwas langsamer waren als letztes Jahr. Gefühlt war es für mich kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich bei kühleren Temperaturen etwas schneller gewesen wäre, vielleicht 20 Sekunden, aber das hätte beim verpassten Limit jetzt auch nichts geändert. Lassen Sie uns noch ein bisschen über den Rennverlauf sprechen. Wir haben gehört und mitbekommen, dass Sie es am Anfang ein bisschen schneller geschafft haben. Wie ist es so über das ganze Rennen gelaufen? Es war eigentlich nicht so schnell. Wir waren von Anfang an gut im Plan. Der Plan war, das Rennen progressiv zu gestalten. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen, bis Kilometer 25, glaube ich. Und dann hatte ich leider ein paar Probleme bekommen und wir mussten das Tempo etwas reduzieren. Was für Probleme? Muskuläre Probleme, wie schon anfangs gesagt. Okay, alles Gute. Danke. Hoffentlich können Sie das schnell verarbeiten und trotzdem Gratulation natürlich zum Sieg unter den Österreicherinnen. Dankeschön. Schön. Ja, ein toller 7. Gesamtplatz für Eva Wutti und die hat ja in dieser Saison, wie gesagt, noch ganz viel vor. Ironman in Klagenfurt, Halb Ironman in St. Pölten. Ich glaube, Barcelona ist auch noch am Programm. Also das ist eine Durchgangsstation für die 29-Jährige. Und das, was sie uns jetzt erzählt hat über ihre Vorbereitung, da ist man halt wirklich weit weg von einer richtigen Marathon-Vorbereitung. Also ich habe zweimal in der Woche ein bisschen mehr gemacht und ja, in den letzten zwei Wochen vermehrt laufen. Da ist schon sehr viel Luft nach oben noch, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist fast der Trainingsrhythmus vom Sumi, ja? Ja. In etwa. Ja.